So, Erweiterung, Erweiterung, genau. Tja, Auweia. Erweiterung, das Ding hier. Hierfür brauchen wir Pyrodeum. Den haben wir zum Glück. Eingespeichert. So, das. Und dann dahin. Also nicht auf die gleiche Höhe wie Pyrotheum, also nicht in den gleichen, die gleiche Schablone wie das Pyrotheum. Sonst müsste er das definitiv nacheinander craften. Und so könnte er es theoretisch, gerade wenn es eben ein größerer Auftrag wird, parallel craften. Ob er es dann tut oder nicht, das steht auf einem anderen Papier, aber er könnte. So, dann Erweiterung in die hier. Tja, das geht ja noch mit Enderperlen. Ich dachte jetzt schon, jetzt brauchen wir hier wieder irgendwas, wo wir Shiny für brauchen. Dann wäre ich wahrscheinlich ein bisschen deprimiert gewesen. Der braucht auch Pyrotheum. So, das heißt, wir haben drei. Machen jetzt erst einmal die hier. Die drei, davon drei. Und davon auch drei. So. Und das bauen wir jetzt erstmal unten in die Induction Smelter ein. Weil die haben wir auf der höchsten Stufe. Alle drei. Und deswegen machen wir die alle drei auch mit maximaler Geschwindigkeit. So. Den. Den. Und den. Den und den. Den, den und den. So. Dann haben wir jene Geräte hier. Die haben wir bewährt. Die machen wir jetzt natürlich auch schneller. Da können wir aber nur zwei Sachen einbauen. Hier haben wir die zwei zusätzlichen Slots. Davon brauche ich eins, zwei, drei, viermal nochmal den Spaß. Ups. Ich glaube, ich sitze im Loch. Bisschen in der Grube. Hi, Sam. Nicht da. Okay. So, weil er nimmt der ganze Spaß Fahrt auf, braucht natürlich dann wieder höllische Energie. Und wenn ich da mehr von irgendwas mache, dann hoffe ich, dass mein Reaktor noch mitspielt. Da werde ich wohl in na, in Zukunft mir auch noch was einfallen lassen. Wie viel Delorium habe ich eigentlich noch? Ah, das reicht für meine Bedürfnisse. So, Erweiterung. Davon haben wir gesagt, brauchen wir jetzt nochmal vier. Und davon brauchen wir auch nochmal vier. Start. Und davon brauchen wir keine, weil wir die nämlich nicht auf der höchsten Stufe haben. So. Ja, komm.
So. Das und das. Und da und da. Zwei von der gleichen Sorte bringt, glaube ich, nichts. Ich weiß gar nicht, warum wir die denn tatsächlich über den Shift reinklicken, hier beide von einer Sorte da reinpackt. Es ist eigentlich Quark, aber okay, da jammern wir mal nicht rum. Wir wollen ja nicht mehr Wein als wirklich nötig. Kabelsalat und das Kabel hier ist voll. Mit anderen Worten, ich muss hier ein neues Kabel verlegen, um weitere Maschinen ansteuern zu können. Wenn ich jetzt hier unten um nach hinten gehe, wenn ich da nach vorne gehe, Mann, ich sollte den Boden hier irgendwie mal machen. Dafür müsste ich mich jetzt nochmal entscheiden, was für ein Boden und was für Wände und überhaupt ich hier haben will. Wird es dann auch interessant, wie weit ich über die Treppe rauskomme. Und wo die Chunkgrenzen sind. So, ich glaube, ich mache das hier lang. Allerdings einen tiefer. So, dann brauchen wir da eben die Kabel, dass sich das nicht in die Quere kommt. Gut, so, Kabel ziehen. Da haben wir wieder den Salat. Ich brauche neue Kabel. Ich habe nicht genug. Irgendwie dachte ich, ich habe, also beim unten anfangen zu bauen, hatte ich irgendwie so eine schöne kleine gemütliche Kammer mit drei oder vier Walzmaschinen im Kopf. Das hat hier irgendwie angefangen, andere Dimensionen anzunehmen. So, das packen wir dann auch gleich mal. Schlaue Kabel, die 20 brauchen wir auf jeden Fall. Dann, davon kannst du mir gleich nochmal 64 machen. Kannst du mir nicht, weil ich keinen Glowstone mehr habe. Dann gehen wir jetzt noch Glowstone sammeln. Okay. Dreck haben wir dabei. Hammer haben wir dabei. Der ist Auto-Repair und Eile und hast du nicht gesehen. Und ja. So. So. Netherstein und Glowstone. Shader aus. Damit wir da in der Mistcraft-Welt nicht in irgendwelche Probleme reinlaufen. Das muss nicht sein. Internetschärfen. Mimose. So. Ach, die fetzen wie Hulle.
Und der baut hier immer noch fleißig ab. Wird hier alles schön versandet eingeebnet und Erde draus gemacht. Das ist ein Träumchen. Wie schaut denn der eigentlich aus? Meine, wenn wir hier schon langlaufen, dann können wir den. Ja, fieps hier nicht so rum. Können wir den doch gleich mal da, wo sie es rentiert, auch noch aufladen. Ja gut, hier hinten den Berg hat er noch nicht, weil sonst wäre das hier nämlich auch alles schon Erde. Also ist er definitiv noch ein Weilchen beschäftigt. So. Und jetzt wird's Nacht. Ich hab's mir doch gedacht. Da muss man auch schauen, welchen von den Hügeln ich hier tatsächlich jetzt, von den Gloustern Bergen ich hier abbauen möchte. So, saugt das bitte auch noch auf. Dann können die sich nämlich hier in der Zwischenzeit auch gerne regenerieren. Könnt ihr nachts schlafen? Ich höre Skelette und sehe keine. Und och, komm. Sonne, geh schneller unter da hinten. Nee, 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 nee. Na, also geht doch. So. Da hinten in die Richtung bin ich eigentlich nie unterwegs. Bauen wir den doch da ab. Du bist laut. Ihr seid alle laut. Ich war jetzt keine Verbesserung hier. So, nur ist Ruhe. Was tut man nicht alles für so ein bisschen Schleim? So. Eigentlich müsste ich jetzt irgendwelche Steine nehmen, weil ich die mit dem Hammer gleich mit abbaue. Ach ja, gut, dass wir hier den Hammer haben, weil das jetzt hier überhaupt keinen Unterschied macht, ob ich da mit dem Hammer gegenschlag oder mit der normalen Axt. Naja, gut, jetzt schon. So. Der war jetzt garantiert sehr wenig ergiebig. Da holen wir uns doch lieber gleich noch einen zweiten. Es ist nur Kies, das hilft mir ja auch nicht wirklich weiter. Komme ich da überall hin? Jawohl, der
Wenigstens das geht. So, kommt her. Und da sind wir so, was die Tragekapazitäten angeht, auch schon wieder. Was ist das denn hier? Okay. Dieser Blödsinn muss ein anderer werden. Ich nehme die jetzt mal mit, um mich hochzubauen, weil die baue ich gleich wieder ab. Und die brauchen wir ja auch ständig. Anstatt mich mit Erde hochzubauen, baue ich mich damit hoch. Weil die baue ich ja gleich mit ab. So. Wem ist denn eingefallen, hier die Kristallformation herzunehmen, oder was ist das hier? Ja. Ja, also es ist alles wahnsinnig spannend und interessant. Da hockt ein dicker Oger rum, den möchte ich eigentlich jetzt nicht unbedingt verärgert haben. Tja, ne, Dicker? Bleib mal da, wo du bist. Ich glaube, jetzt habe ich erstmal wieder ein bisschen Klaus dran. Es wird schon noch 3 bis 5 Minuten reichen. Da hinten ist ein Werwolf. Den töte ich aus Prinzip, auch wenn er gerade nicht so ausschaut wie ein Wolf und deswegen auch gar nicht so viel Wehr hat im Moment. Das ist die Gelegenheit, mal Hallo zu sagen. Nein, tue ich nicht. Ich habe nur lieb Hallo gesagt. Ganz, ganz lieb. So. Hunger haben wir auch schon wieder wie
Tierchen. Ach ja. Da hat man ganz viel Sand und ganz viel Leben drin, bevor hier irgendwer so eine dicke Quarry dahingestellt hat. Ein Tiny Kaktus. Ein kleiner grüner Kaktus. Da, 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 da. So. Ja, hier ist wieder Nacht. Es war so klar. Das heißt, dass wir hier aussortieren gehen. Das, das, das hier. Den Rest kriegen wir wieder nicht ordentlich weg. So. Ich kann jetzt gar nicht sagen, wie es und woran das liegt, dass es mal mit einem Shift-Doppelklick, dass er da alles wegräumt und manchmal eben eher nicht so. Vielleicht muss man einfach nur mit der richtigen Frequenz Shift klicken. Ah. Moment, den Rucksack dann jetzt auch mal ausgeleert wieder. Na gut. Sind wir hier schon wieder 19k, schwarzen gerade die Pflasterstellen drin. Und wie viele Bruchstellen haben wir? 30k. Zumindest sammelt sich hier nicht schon wieder irgendwo irgendwie alles. So, Starving, das heißt, ich gehe jetzt noch kurz einen Burger oder zwei essen. Zumindest platzt mir das Burgerfach nicht. Ja. Damit gut trainiert und dann doch ein gutes Stück näher an dem, was ich erreichen wollte, sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Bis dann. Tschüss.